die neue ISO 9001 oder so neu ist sie ja eigentlich gar nicht mehr. Aus September 2015 mittlerweile schon, also schon über ein Jahr jetzt gültig, wobei es ja immer einen Zeitraum, einen Übergangszeitraum von drei Jahren gibt. Also erst in 2018 ist es verpflichtend, sich nach der neuen ISO 9001 zertifizieren zu lassen. Noch darf man nach der alten, kann aber natürlich auch schon für die neue. Und die ISO 9001 hat relative Wellen geschlagen in der Wissensmanagement-Community, weil früh quasi ruchbar wurde, dass da Anforderungen in Richtung Wissensmanagement formuliert werden sollte. Und man war dann hin und her gerissen zwischen Begeisterung auf der einen Seite, nämlich kann dieses oder die ISO dafür sorgen, dass Wissensmanagement einen höheren Stellenwert in Unternehmen bekommt, und auch aber die Sorge auf der anderen Seite, dass die ISO das Thema zu stark versucht zu formalisieren, zu bürokratisieren. Ja, was ist jetzt letztendlich bei der ganzen Sache rausgekommen? Hier ein kleines Zitat, leider auf Englisch, das ist mir vorhin erst aufgefallen. Also worum geht es der ISO 9001? Es geht ihr natürlich auch beim Thema Umgang mit Wissen. Interessanterweise wird an keiner Stelle der Begriff Wissensmanagement verwendet. Es heißt immer etwas umständlich Umgang mit dem Wissen der Organisation. Und es geht natürlich immer darum, am Ende die Konformität von Produkten und Dienstleistungen zu gewähren. Also auch der Umgang mit dem Wissen der Organisation steht natürlich im Dienste der Produkt- und Dienstleistungskonformität, also dem eigentlichen Ziel dieser Norm. Was ist dieses Wissen der Organisation? Das ist ganz interessant. Also eben das Wissen, das die Organisation erlangt hat, und zwar einschließlich ihrer Mitglieder. Also das war so der erste Stein, der vom Wissensmanager-Herz geplumpst ist, dass jetzt die ISO nicht meint, die Wissensbasis einer Organisation bestünde ausschließlich aus deren Dokumentenbestand, sondern im Anhang sagt die Norm ausdrücklich, dass das Wissen der Organisation sich aus beidem zusammensetzt, nämlich dem Daten-, Informations- und Dokumentenbestand, also dem dokumentierten Wissen auf der einen Seite, aber eben auch dem berühmten Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. Und was noch interessanter ist, dass die Norm sagt im Anhang, dass es der Organisation obliegt, nach Abwägung aller Risiken eine für sie sinnvolle Balance herzustellen zwischen dem, was dokumentiert sein soll, und dem, was quasi in den Köpfen verbleibt und direkt in den Köpfen nutzbar gemacht wird. Also das war, glaube ich, für mich der größte Aufatmer, dass eben die Norm jetzt nicht daherkommt und plötzlich fordert, dass alles in irgendeiner Form dokumentiert werden muss, sondern es gehört oder es ist eine der Herausforderungen an die Organisation, ein für sie sinnvolles Gleichgewicht zu finden zwischen dem Aufwand, den ich in die Dokumentation von Wissen stecke, und dem, wo ich Freiräume eröffne für die Vernetzung, für die direkte Interaktion zwischen den Köpfen und Wissen bewusst auch in den Köpfen lasse. Und was ich dabei berücksichtigen muss, ist mein ganz spezifischer Kontext als Organisation. Also es gibt auch hier keine klassische Regel, so und so ist es für alle empfehlenswert, sondern die Norm sagt, das ist für jede Organisation unterschiedlich, und ich würde sogar sagen, es ist für jeden Bereich in der Organisation unterschiedlich, weil ich natürlich Unternehmensbereiche habe, wo Prozesse sehr stabil sind, in hohem Maße standardisiert sind. Dort kann es sinnvoll sein, viel stärker in die Dokumentation von Wissen zu gehen. Und ich habe Unternehmensbereiche, wo wir über sehr dynamisches, sehr innovatives, kreatives Wissen sprechen, wo es sehr viel sinnvoller sein kann, eher in die Vernetzung der Köpfe zu investieren.
Das Ganze kann man vielleicht als Bild darstellen. Ich habe die Organisation, die in ihre Umwelt eingebettet ist. Aus dieser Umwelt gibt es Chancen und Risiken, es gibt Veränderungen und Trends. Und die Norm formuliert nun eigentlich vier Anforderungen an den Umgang mit Wissen. Das eine ist, die Organisation muss das notwendige Wissen bestimmen. Und zwar notwendig für ihre Prozesse, um am Ende, Sie erinnern sich, die Konformität ihrer Produkte und Dienstleistungen gewähren zu können. Das ist eine sehr spannende Frage. Also, wie bestimme ich notwendiges Wissen? Das hat ja zwei Perspektiven. Das eine ist eine Art operative Perspektive, also welches Wissen brauchen wir Stand heute, um unsere heutigen Prozesse normgerecht, qualitätskonform durchführen zu können, damit am Ende konforme Produkte und Dienstleistungen entstehen. Aber notwendiges Wissen bestimmen hat auch eine strategische Komponente, nämlich welches Wissen werden wir in Zukunft benötigen, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Das ist die größte Herausforderung, die in dieser Norm steckt, dieser Punkt notwendiges Wissen bestimmen. Dann gibt es die Anforderung, Wissen gegebenenfalls, also zusätzliches Wissen gegebenenfalls zu erlangen. Also wenn ich weiß, was ich brauche, und zwar heute, aber auch in der Zukunft brauche, erkenne ich ja unter Umständen auch, dass ich als Organisation Wissenslücken habe. Um diese Lücken zu schließen, muss die Organisation, so die Norm, zusätzliches Wissen erlangen. Und auch da ist der Blick in den Anhang der Norm ganz interessant. Dort heißt es nämlich, dass ich natürlich dazu externe Wissensquellen nutzen kann. Aber ich kann eben auch in meine eigene Wissensbasis hineinschauen. Also im Anhang der Norm steht ausdrücklich, dass zum Beispiel hier Lessons Learned Prozesse ganz entschieden gefragt sind. Also wo machen wir schon heute in unserer Organisation Erfahrungen, die, wenn wir die sinnvoll in Lessons Learned Prozesse einbinden, sie dort reflektieren, das Potenzial haben, dass neues Wissen entsteht, was wir wiederum benötigen, um unsere Prozesse durchzuführen oder eben auch strategische Ziele in der Zukunft zu erreichen. Also Wissen erlangen ist zum einen der Blick nach draußen, aber auch das wirklich konsequente Ausschöpfen der eigenen Wissensbasis. Die nächste Anforderung ist, Wissen, das da ist in der Organisation, soll dann auch aufrechterhalten werden. Da finde ich den Begriff aufrechterhalten ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich impliziert dieser Begriff aufrechterhalten mehr als reines Bewahren. Also sicher spielen dort Aspekte auch der Sicherheit, der Daten- und Informationssicherheit eine Rolle, des Wissensbewahrens eine Rolle, ne, das große Thema Weggang von Mitarbeitern, Verlust von Erfahrungswissen und Ähnlichem. Aber aufrechterhalten, jetzt rein von der Begrifflichkeit her, impliziert ja auch, dieses Wissen muss auch aktuell gehalten werden, damit es valide bleibt. Das heißt, es muss gegebenenfalls eben auch weiterentwickelt werden. Wissen in ausreichendem Umfang verfügbar machen. In ausreichendem Maße, das impliziert so ein bisschen diesen altbekannten Spruch, das richtige Wissen zur rechten Zeit am rechten Ort. Also das sind die vier Bausteine. Wer ein bisschen Hintergrundwissen in Sachen Wissensmanagement hat, der wird erkennen, dass die Normkommission ihren Probst an der Stelle gut gelesen hat. Da erkennt man so ein bisschen die Wissensbausteine von Probst dahinter. Wenn man die dahinter kennt, dann fragt man sich vielleicht, naja, aber wo ist denn bitte das Wissen nutzen? Weil all das nützt ja nichts, wenn dieses Wissen nicht tatsächlich zur Anwendung kommt, also dann auch in der Organisation genutzt wird. Das ist jetzt ja vielleicht ein kleines Manko. Das Wissen nutzen versteckt sich nämlich ein bisschen in einem eigenen Absatz zum Thema Kompetenzen.
Also die Norm trennt zumindest jetzt mal layout-technisch in zwei Absätzen. Auf der einen Seite das Thema Wissen, auf der anderen Seite das Thema Kompetenzen. Und Kompetenz ist ja die angemessene Anwendung, die angemessene Nutzung von Wissen. Ist also ein bisschen eine künstliche Trennung an der Stelle. Deshalb hier auch nochmal, was fordert die Norm zum Thema Kompetenzen? Es ist ganz ähnlich. Auch notwendige Kompetenzen sollen seitens der Organisation erst einmal bestimmt werden. Es muss dann sichergestellt werden, dass diese Kompetenzen auch in ausreichendem Umfang in der Organisation vorhanden sind. Die Organisation muss, und da geht die Norm an der Stelle weiter als bei den Anforderungen zum Thema Wissen, die Organisation muss auch den Nachweis erbringen, dass das der Fall ist, dass also zum Beispiel zur Ausübung einer Tätigkeit der entsprechende Mitarbeiter auch die notwendige Qualifizierung besitzt. Die Organisation muss sicherstellen, dass Kompetenzen, die gegebenenfalls nicht vorhanden sind, dann auch erworben werden und muss, und auch da geht es über die Anforderungen an Wissen hinaus, die Wirksamkeit dieses Kompetenzerwerbs prüfen. Also es reicht eben an der Stelle nicht, den Mitarbeiter auf ein Seminar zu schicken und dann das Seminarzertifikat abzuheften, sondern eigentlich muss die Organisation tatsächlich prüfen, ob denn der Mitarbeiter nun qualifizierter von diesem Seminar zurückgekommen ist, als er hingefahren ist. Also das sind die Anforderungen ans Thema Kompetenzen. Wie gesagt, eigentlich muss man beide Themen zusammen sehen, weil ohne das Thema Kompetenzen dieser Aspekt Wissen ja quasi vor der Anwendung des Wissens Halt macht. Ja, also die beiden Themen gehören auf jeden Fall. Ja, was heißt das nun? Wie fange ich jetzt als Organisation an? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, diese Frage. Ich hatte vorhin gesagt, ich bin auf Seiten der GFWM, der Gesellschaft für Wissensmanagement, in einem Fachkreis bei der DGQ, der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Und auch dort beschäftigen wir uns mit der Frage, was wird denn der Auditor fragen? Ja, also diese etwas blind herumpickenden Hühner, das sind jetzt nicht nur Sie gegebenenfalls als Qualitätsmanagement-Verantwortliche, die sich erstmal an das Thema herantasten. Das sind momentan durchaus auch die Auditoren, für die das Thema genauso neu ist und die genauso noch in einer Findungsphase sind. Was sollen wir denn bei einem Audit da fragen? Was sollen wir denn vielleicht auch als Nachweis verlangen? Also das wird sich sicher in den nächsten ein, zwei Jahren erst noch ein bisschen finden müssen. Nichtsdestotrotz denke ich, gibt es durchaus ein paar erste Schritte, die naheliegen. Der erste Schritt ist sicher, genau die Normanforderungen nochmal zu verstehen. Also was meint die Norm denn tatsächlich? Ich hatte gesagt, das Ganze ist so eine Drittelseite, das heißt, die Norm drückt sich wie immer sehr knapp aus, was natürlich Interpretationsspielräume eröffnet. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Es ist einfach so, also man muss tatsächlich sich die Zeit nehmen, diese knappen Sätze mal zu verstehen, zu interpretieren. Da gibt es ein bisschen Unterstützung. Dieser Fachkreis von GFWM und DGQ, der hat nämlich einen Vorläufer, eine kleinere Arbeitsgruppe von GFWM und DGQ, in der ich auch schon mitgearbeitet habe. Und wir haben letztes Jahr eine praktische Orientierung für Qualitätsmanagement-Verantwortliche veröffentlicht, ein recht umfangreiches Dokument, wo wir unter anderem erstmal die Normanforderungen tatsächlich im Detail erläutern und dann auch schon erste Umsetzungshinweise geben. Das können Sie auf der Webseite der GFWM herunterladen. Wir haben auch schon zwei Studien durchgeführt zum Verständnis und Umsetzungsgrad des Ganzen in Unternehmen. Eine Studie schon gleich 2015, eine zweite 2016. Ja.
Normanforderungen verstehen. Der nächste Schritt, denke ich, ist dann, bevor man wirklich jetzt medias in res geht und vielleicht schon erste Maßnahmen umsetzt, die Organisation dann doch auch für die Bedeutung von Wissen und einen systematischen Umgang mit Wissen zu sensibilisieren. Da kann die Norm sicher helfen, denn es ist ja nun mal auch ein nicht abzuweisendes Argument, naja, die Norm fordert es aber, wir müssen doch aber. Aber ich denke, die Argumente sollten sich nicht auf das beschränken, sondern schon auch aufzeigen, dass es natürlich grundsätzlich sinnvoll ist, sich mit der wichtigen Ressource Wissen zu beschäftigen. Ja, und dann natürlich die spannende Frage, was machen wir denn schon? Also wie sieht unser Umgang mit dem Wissen der Organisation Stand heute aus? Wo haben wir gegebenenfalls Lücken? Und das kann ja in einem allerersten Schritt einfach eine Matrix sein. Das ist ein Ausschnitt aus diesem praktischen Leitfaden des Arbeitskreises von GFWM und DGQ, den ich gerade erwähnt habe. Da haben wir im Anhang über 3 oder 4 Seiten hinweg Werkzeuge gesammelt, sowohl aus dem Wissensmanagement-Kontext als auch aus dem Qualitätsmanagement-Kontext, die hier ihren Beitrag leisten. Also zum Beispiel die 8D-Methode eignet sich, um Wissen zu erlangen. Besprechungen eignen sich, um Wissen aufrechtzuerhalten, Wissen zu vermitteln, Wissen zu erlangen. Also das ist eine ganz gute Orientierung und so können Sie ja in einem wirklich allerersten Schritt an das Thema herangehen, nämlich einfach mal eine Matrix erstellen mit diesen Normanforderungen und im Unternehmen gemeinsam reflektieren, welche Werkzeuge, welche Prozesse setzen wir denn Stand heute schon ein, um diese Normanforderung zu erfüllen. Ja, Sie sehen hier auch, das ist besagte Studie, die wir durchgeführt haben, dass viele Unternehmen sich da auch gar nicht so kritisch einschätzen. Ja, also die grau-blauen Bereiche, das ist im Prinzip die Aussage, die Anforderungen erfüllen wir schon heute mittelmäßig gut bis sehr gut. Das heißt also, die meisten gehen davon aus, dass sie gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Jetzt klar ist diese Anforderung im Kontext der Norm neu, aber das Thema Umgang mit Wissen ist in Organisationen ja natürlich eben nicht neu. Also jede Organisation hat heute schon Weiterbildungsmaßnahmen, Besprechungsstrukturen, dokumentierte Prozesse, Checklisten und Ähnliches. Und all das kann ja genau hier auch herangezogen werden. Ähnlich sieht es aus beim Umgang mit Kompetenzen. Da sind die Organisationen sogar noch zuversichtlicher, dass man das heute eigentlich schon gut im Griff hat. Das mag auch daran liegen, dass das Thema Kompetenzen jetzt im ISO-Kontext nicht ganz so neu ist wie das Thema Wissen. Ob diese Einschätzung realistisch ist oder nicht, naja, wie soll ich sagen, da brauchen wir noch die Erfahrung einiger Audits und einiger Zertifizierungen, um sagen zu können, wie das tatsächlich abläuft. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal ein guter Schritt, so eine eine Bestandsaufnahme zu machen und einfach mal zu überlegen, was haben wir denn schon heute an Werkzeugen, an Dokumentation, an Kommunikation, die man unter diese Themen Umgang mit Wissen subsumieren kann. Könnte. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, nicht nur im Hinblick auf ein Audit, also wie führe ich denn jetzt den Nachweis, sondern auch im eigenen Interesse, ja, dass ich sage, naja, wir tun anscheinend ja doch einiges, um unseren Umgang mit Wissen systematisch zu gestalten. Ist das denn tatsächlich auch alles wirkungsvoll, was wir da tun? So, kann man also Wissensmanagement kontrollen im Sinne eines Wirkungsnachweises? Das ist eine spannende Frage, denn Wissen lässt sich ja bekanntlich nicht wirklich messen. Aber Idee an dieser Stelle, eine Art Knowledge Scorecard zu verwenden, also in Anlehnung an die
Balanced Scorecard hier mit Kennzahlen zu arbeiten, die sowohl quantitativ als auch qualitativ sind und um es Ihnen selber als QMler, aber natürlich auch dem Auditor möglichst leicht zu machen, liegt nahe, genau diese vier Normanforderungen hier als Dimensionen der Scorecard zu verwenden. Also außen finden Sie im Prinzip diese vier Anforderungen, notwendiges Wissen bestimmen, Zusatzwissen erlangen, Wissen verfügbar machen und Wissen aufrechterhalten. Dort gibt es dann untergeordnete operative Ziele und diesen zugeordnete Maßnahmen. Zum Beispiel beim Thema Zusatzwissen erlangen könnte ein Ziel sein, wir lernen effektiv aus guten und schlechten Erfahrungen. Die Maßnahme könnte sein, wir haben einen systematischen Lessons Learned Prozess in den Projekten. Die Kennzahl könnte sein, 80% aller Projekte haben dokumentierte oder auf anderem Wege weitergegebene Lessons Learned. So in der Art kann man hier diese Scorecard verwenden. Etwas abweichend ist die Struktur beim Thema Wissen bestimmen. Dort wäre die Idee, im Prinzip die operative Sicht zu sagen, wir führen mal unsere Kerngeschäftsprozesse auf oder auch die wissensintensivsten Prozesse, führen dort auf, welches Wissen ist denn tatsächlich notwendig für diesen Prozess und bewerten dieses Wissen in Anlehnung an die Wissensbilanz nach Quantität, Qualität und Systematik, also wie haben wir ausreichend von diesem Wissen, ist es auch ausreichend gut, ausreichend aktuell und wird es systematisch entwickelt. Und mit Hinblick auf die strategischen Ziele, was sind die strategischen Ziele, die das Unternehmen hat, welches Zusatzwissen ist hier gegebenenfalls erforderlich und wie wollen wir dieses Wissen erwerben. Der Block in der Mitte wäre ein zusätzlicher Block, Umgang mit Wissen gestalten. Das könnten Themen sein, wie wir wollen generell so etwas wie ein systematisches Wissensmanagement bei uns etablieren oder wir wollen unsere Kultur im Sinne einer förderlichen Wissenskultur entwickeln. Also so Meta-Themen, die sich jetzt nicht einem dieser Normanforderungen zuordnen lassen, sondern gewissermaßen dann übergeordnete Maßnahmen oder Zielstellungen aufgreifen. Ja, aber egal wie man misst, das Wesentliche bei Kennzahl ist immer die Wirkung zu messen, nicht das Potenzial. Also auch bei meinem Beispiel von vorhin war gar nicht so gut mit den Lessons Learned, weil nur die Anzahl der Lessons Learned sagt ja noch nichts darüber aus, ob das Ziel aus Erfahrungen zu lernen auch erreicht wird. Wenn die nämlich keiner liest, dann wird das Ziel sicherlich nicht erreicht. Also hier muss man sich natürlich doch nochmal Gedanken machen, was neben der schieren Anzahl von Lessons Learned, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine tatsächlich angemessene Kennzahl sein könnte, um herauszufinden, wird denn aus diesen Lessons auch gelernt. Das war es inhaltlich erst einmal von meiner Seite. Der Vortrag lautete ja ISO 9001, Chance oder Risiko für Wissensmanagement. Vielleicht, wenn Sie eher aus der Qualitätsmanagement-Seite kommen, könnte die Frage auch sein, Umgang mit dem Wissen der Organisation tatsächlich ein relevantes Thema fürs Qualitätsmanagement? Die Fragen würde ich jetzt ganz gerne einfach an Sie weitergeben, damit wir eventuell noch ein bisschen auch ans Diskutieren kommen, beziehungsweise gibt es denn Fragen Ihrerseits? Sie sagten anfangs, Man habe noch die Wahl, nach welcher ISO man sich zertifizieren lassen möchte. Mhm, wie war das? 2018, noch? Ja. Es gibt 3 Jahre Übergang. Also September 2015 ist die Revision erschienen. Das heißt, bis August 2018 können Sie sich auch noch nach der alten Revision zertifizieren lassen. Dann definitiv nicht mehr. Ah ja, okay. Danke. Micha, dein, also
Vielen Dank erstmal. Ich bringe immer gleich so schnell ins Thema, deswegen innehalten, Danke sagen. Mich hat, also ich fand alles interessant und begeistert hat mich die Folie 4, wo dieser Konnex von Wissen zu Kompetenzen gemacht wird, wo man ja sozusagen in der Mitte als Station dahin Erfahrungswissen sehen könnte. Mhm. Und das ist ziemlich aktuell für mich, weil ich im auch viel Business Management im Sozialwesen oder in sozialen Bereichen mache und es hier in eine Pflegerechtsnovelle in Österreich gibt, wo das Wort Kompetenzen genutzt wird, vielleicht nicht so sehr definiert wird und wo wir die Beteiligten denken, dass eben auch Erfahrungswissen, was man in anderen Situationen gewonnen hat und anwenden kann, das ist immer noch die Sache mit dem Wirksamkeit prüfen, eben ja, Wissen unterwegs zur Kompetenz ist. Also und wenn das die ISO so sieht, wie sie sieht und wie du es gezeigt hast, dann finde ich das spannend und interessant und auch irgendwo Wertschätzung, ja. Ja, also das ist jetzt eine Interpretation. Also nicht nur von mir interpretieren das auch so, dass eben diese Anwendung des Wissens im Prinzip im Begriff Kompetenz steht. Die ISO sagt das so explizit nicht. Gut, dann. Aber ich glaube, es ist eine Interpretation, die man sehr gut vertreten kann. Ja, ja, ja. Danke. Thema Wissen, wenn ich jetzt mal über die 9001 nachdenke und wir ja in solchen Systemen ja sehr prozessseitig Informationen ja auch dokumentieren, dann ist das für mich ja ein Stück weit auch schon eine Dokumentation von Wissen. Wie sehen Sie denn jetzt konkret die Neuerungen, die sich jetzt auch aus, ich sage jetzt mal, der neuen Norm oder auch jetzt dieses Wissens, diese Nutzbarkeit von Wissen, wo gibt es da konkrete Änderungen? Ist es da wirklich auch noch eine konkretere Erhebung von Wissen oder ist es nicht eigentlich schon das, was viele haben, wenn man einen Prozess beschreibt, dass ich einfach auch hiermit klar machen kann, nach diesen Abläufen, mit diesen Werkzeugen, mache ich meinen Prozess und kann eigentlich auf diese Art und Weise auch schon sehr stark, auch zum Beispiel neue Mitarbeiter, da sehr konkret einlernen. Das ist für mich ja eigentlich auch schon ganz, ja. Auf jeden Fall. Ne? Also deshalb sage ich ja auch, wenn man diese Ist-Erhebung macht, wird man feststellen, dass man eigentlich schon viel tut. Man hat dokumentierte Prozesse und Arbeitsabläufe. Es gibt im Qualitätsmanagement schon immer Prozesse im Sinne Lessons learned, Fehleranalyse oder ähnliches, was man alles auch unter diese Anforderung Umgang mit Wissen stellen kann. Was, glaube ich, neu ist, ist, dass das Wissen der Organisation nochmal doch breiter gefasst wird, also eben dieser Punkt, dass es auch Teil der organisationalen Wissensbasis ganz bewusst die Mitarbeiter der Organisation sind, auch mit deren nicht dokumentiertem Wissen, dem unter Umständen auch ganz bewusst nicht dokumentiertem Wissen. Ich glaube, das ist eine Neuerung und ich glaube, diese strategische Komponente, also dieser Punkt, notwendiges Wissen bestimmen und zwar auch schon extrapoliert auf die Zukunft. Ich glaube, auch das ist eine Neuerung. Und eben auch so dieses notwendige Wissen bestimmen, wirklich als ganz konkrete Anforderung. Also wirklich zu sagen, schau dir deine dokumentierten Prozesse nochmal an mit der Wissensbrille und überlege nochmal ganz genau, welches Wissen braucht es ganz konkret, um diesen Prozess überhaupt so ausführen zu können, wie er dokumentiert ist. Also das ist, glaube ich, nochmal eine etwas Verschärfung. Aber die Neuerung ist, glaube ich, tatsächlich dieser breitere Wissensbegriff und eben diese strategische Perspektive, diese Zukunftsperspektive, die auch reinkommt. Also auch zu überlegen, welches Wissen brauchen wir vielleicht noch nicht heute, aber in 5 Jahren.
Wo sehen Sie denn auch so Anforderungen, was zum Beispiel das Medium überhaupt angeht? Ja, wenn ich Wissen in irgendeiner Form platziere im Unternehmen, gibt es da Best Practice, wie man in irgendeiner Form solch ein Wissen publiziert oder auch gelebt macht? Ja, also das ist ja, also wie gesagt, die Norm schreibt da überhaupt nichts vor. Ja, also die Norm sagt nichts, es muss alles dokumentiert sein, wie auch immer. Die Norm sagt, mach es so, wie es für dich am besten erscheint, liebe Organisation. Ja. Stell aber natürlich sicher, dass Wissen verfügbar ist, dass es aufrecht erhalten wird und so weiter. Das ist auf der einen Seite natürlich schön, weil es lässt mir alle Freiheiten. Auf der anderen Seite ist es nicht so schön, weil ich muss mir halt selber überlegen, was angemessen ist. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die Kunst, diese Balance zu finden. Also wo, ich bleibe mal bei diesem Beispiel Lessons Learned. Ja, das ist ja ein uralter Prozess eigentlich, der ja auch eben nicht nur aus dem Wissensmanagement kommt, sondern auch sehr klassisch schon immer im Qualitätsmanagement vorhanden war. Ganz ehrlich, ich kenne eigentlich keinen Lessons Learned Prozess, der wirklich befriedigend funktioniert im Sinne, dass der Lernzyklus auch konsequent geschlossen wäre. Ja? Und die Herausforderung ist ja, jetzt kann ich sagen, naja, Lessons Learned heißt für uns, am Ende gibt es dokumentierte Lessons. Ja, dann ist die erste Frage, die ich mir stellen muss, in welcher Form dokumentiert und wo wird diese Dokumentation wie zugänglich gemacht, damit im Idealfall ein Mitarbeiter aus einer konkreten Situation heraus genau die Lesson findet oder womöglich sogar proaktiv darauf hingewiesen wird, die er jetzt im Moment braucht. Ja, also das sind schon Riesenherausforderungen. Heißt aber auch, Lessons Learned einfach im Projektabschlussbericht zu dokumentieren, der dann mit den anderen Projektunterlagen irgendwo archiviert wird, ist an der Stelle sicher nicht der richtige Weg. Der andere Punkt ist, wie stark gehe ich in die Kommunikation? Also überlege ich mir, weil ich weiß, dass die Hürde, naja, liest das denn überhaupt einer und zwar zur rechten Zeit, dass die durchaus hoch ist, kombiniere ich diese Dokumentation mit sinnvoller Kommunikation. Ja? Also sorge ich dafür, dass relevante Lessons Learned auch wirklich proaktiv in die Organisation hineinkommuniziert werden. Und wenn ja, was ist dann wieder der richtige Weg, das richtige Medium? Also sowohl Qualitätsmanagement als auch Wissensmanagement haben beide einen riesen Werkzeugkoffer. Ja. Die Kunst ist jetzt, glaube ich, tatsächlich, die Dinge so zu kombinieren, dass am Ende da etwas möglichst Sinnvolles entsteht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, Herr Gürtler, oder ob ich da jetzt irgendwie abgeschweift bin. Doch, beantwortet sie. Ich sehe das durchaus auch als Kunst. Das ist eine große Herausforderung. Einmal dieses Medium zu treffen und ich weiß auch nicht, ob man immer noch diese Unterscheidung machen muss zwischen Wissensmanagement und Qualitätsmanagement oder ob man da nicht einfach auch irgendwie mal beides verheiraten kann für die Zukunft, weil letztendlich geht es ja eigentlich irgendwo, finde ich, immer um dasselbe, ja. Also ich muss dafür sorgen, dass möglichst standardisiert in gewissen Bereichen Wissen vorhanden ist, wie es funktioniert und dass ich halt einfach auch dafür leisten muss, dass das einfach auch nach diesen Kriterien auch durchläuft, ja. Deswegen ist das, glaube ich, schon irgendwo auch sehr stark miteinander verwandt. Ich habe immer so ein bisschen die Bedenken oder ich sehe auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man bei Wissen sehr stark dazu neigen kann, zu viel zu erheben am Ende und dann vielleicht auch irgendwie so ein Datengrab zu produzieren, wo am Ende gar keiner mehr durchsteigt, weil man sich dann wirklich gar nicht mehr zurechtfinden kann. Da ist ein Medium natürlich auch wieder ganz wichtig, aber ist das Wissen, was ich heute erhebe und was heute gut ist, vielleicht noch in einem Jahr sinnvoll? Oder muss ich da vielleicht auch irgendwie mal was revisionieren oder
vielleicht einmal einfach auch nochmal regelmäßig drüber nachdenken, ob das alles noch Sinn bringt. Also da sind viele Punkte im Management von Wissen, die, glaube ich, einfach auch so in der täglichen Arbeit ja, viele Herausforderungen bringt, weil es einfach ziemlich viel ist, was man dort auch beachten muss. Ja, und das ist der Punkt, da auch zu sagen, vielleicht lösen wir uns auch ein Stück weit von diesem Anspruch, es muss dokumentiert sein, und investieren stärker in die Vernetzung der Köpfe. Also aber wäre das nicht dann auch eher eine Vernetzung von Kompetenzen? Dass ich an der Stelle sagen muss, ich muss irgendwie die Kompetenzen klar machen und wissen, wenn ich eine Frage habe, wenn ich was wissen muss, an wen kann ich mich wenden? Geht es darum dann eher? Ja, also es geht ein Stück weit darum, natürlich auch sichtbar zu machen, welches Wissen steckt dann in welchem Kopf. Ja, ja, das ist interessant, ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Ist es, du hast in dem Schaubild und du hast es auch verbal gesagt, man kann da nicht einfach mit einem Abschlusszertifikat und einem Seminar wedeln, sondern das muss, also die Wirksamkeit muss geprüft werden. Ist das so gesagt, und wenn ja, wie soll denn das geschehen? Tja, ja, das Wie ist halt wieder das Offene, ne? Das ist ja ganz schwierig auch, ne? Wie stelle ich denn tatsächlich fest, dass ein Mitarbeiter, also das Ziel ist ja, ein Mitarbeiter kann etwas, was er vorher nicht konnte, oder er kann etwas besser, als er es vorher konnte. Ne, die Frage ist halt immer, wie stelle ich das tatsächlich fest? Ne? Also stelle ich es fest, weil ich halt im Prozess merke, er kann es jetzt? Stelle ich es fest, weil ich den Vorgesetzten befrage? Stelle ich es fest, weil ich den Mitarbeiter selber frage? Also, ja, das ist tricky. Ne? Ich habe ja, also mein zweites Standbein in der Beratung ist ja Compliance im Pharma- und Medizinumfeld. Und dort ist das schon länger ein Thema. Und da ist es zum Beispiel so, also da gibt es ja ganz viele SOPs, so Verfahrensanweisungen, also jeder Prozess ist ja bis ins letzte Detail in einer Verfahrensanweisung definiert, damit da am Ende auch die Tabletten so rauskommen, wie sie rauskommen sollen. Und dort ist es so, dass also bevor ein Mitarbeiter überhaupt irgendetwas in einem Prozess machen darf, muss er nachweislich auf eine solche Verfahrensanweisung geschult worden sein, und muss er am Ende einen Test dazu gemacht haben. Ja, also der Richtwert ist immer so Minimum 5 inhaltliche Fragen, und davon müssen auf jeden Fall 4 richtig beantwortet sein. Okay. Klar kann ich sagen, gut, das ist dann vielleicht auch Multiple Choice eine gute Portion Glück gegebenenfalls, aber das sind, denke ich, auch so Bestrebungen, hier eine echte Wirksamkeit zu versuchen, zu prüfen. Ja, ja, wobei das ja dann wiederum spannende also Verbindungen zu Microlearning und zu Microlearning-Software, wo man auch das kontrollen kann und wieder Rückschlüsse ziehen kann, Lessons learned, was man vielen schwerfällt, was nicht. Also das bietet, ja, also man kann eben viel, so wie es jetzt eben vorher schon gesagt wurde, viel verknüpfen. Das ist ja zum Glück die Chance. Ja, ja. Danke. Ja. Gut, danke, das war meine Frage. Gerne. Ich habe noch eine Frage, und zwar gerade zu dem dokumentierten Nachweis. Wir laborieren im Moment rum, einen Softwarehersteller zu finden, der uns diese Sachen, oder auf dem wir dann quasi diese Sachen auch niederbringen können. Im Moment sind wir mit der Adonis Starter Edition von BOC zugange, aber die, das hat alles nicht so richtig, geht nicht in die richtige Richtung, die wir haben wollen. Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, da ein bisschen Austausch zu kriegen, welche Systeme gut sind, irgendwelche Erfahrungen? Also ist das jetzt speziell für das Thema Kompetenz oder generell Qualitätsmanagement? Letztendlich für die Erfüllung der Norm, um all die Dinge darin zu dokumentieren. Um das geht es hauptsächlich. Ich möchte ungern Eigenwerbung machen, das ist nicht meine Intention heute.
Ich gebe einfach nur mal den Tipp, schauen Sie mal bei Konsens vorbei. Da gibt es viele Themen, die wir in der Richtung auch mit reinbringen. Konsens-gmbh.de. Okay, vielen Dank. Und dann wünsche ich schönen Feierabend. Hoffe, dass Sie vielleicht alle schon von zu Hause aus jetzt ganz gemütlich teilgenommen haben und nicht mehr nach Hause fahren müssen. Ansonsten gute Heimfahrt und ja, dann hoffentlich bis im Mai.